1344 bat der Erzbischof von New York die katholische Missionarsgemeinde der Redemptoristen, sich der wachsenden Gruppe von deutschen Gläubigen in Kleindeutschland anzunehmen. Anfangs hielten sie Gottesdienste in der St. Nicholas-Kirche in der Second Street ab. Als die Anzahl deutscher Katholiken innerhalb der nächsten 2 Jahre rapide zunahm, mussten andere Vorkehrungen getroffen werden. Das Gebäude war nämlich zu klein geworden, um zweckdienlich zu sein. Um diese große Anzahl von deutschen Katholiken betreuen zu können, zog die Gemeinde vorübergehend in ein anderes Gebäude und ließ schließlich die Church of the Most Holy Redeemer in der East 3rd Street Nummer 173 bauen. Dieses neue Gotteshaus wurde im Jahr 1852 fertiggestellt und ragt weit über die Wohngegend hinaus. Den Gläubigen galt es sowohl als physischer wie auch als spiritueller Anker. Während der Blütezeit von Kleindeutschland war die Church of the Most Holy Redeemer die inoffizielle Kathedrale der deutsch-katholischen Gemeinde. Da die Gemeinde sich jedoch weiterentwickelte und nach Yorkville auf der Upper East Side zog, büßte die Kirche diese, wenn auch inoffizielle, Auszeichnung ein. Die römisch-katholische St. Joseph's Kirche auf der East 87th Street lief ihr den Rang ab. Die Church of the Most Holy Redeemer wird nach wie vor genutzt. Heutzutage finden die Gottesdienste auf Englisch und Spanisch statt.